Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit unserem FC Schalke 04. Es ist schon wieder Partystimmung in Gelsenkirchen. Wir sind mit einem Bein, ja, mit einem Bein stehen wir im Halbfinale der Champions League. Wir haben zu Hause Real Madrid mit 2:0 geschlagen. Jetzt kommt dazwischen mal Freiburg. Wir haben schon gestern die Aufstellung gemacht und an dieser Stelle muss ich natürlich erstmal ganz groß Danke sagen für 200 Abonnenten. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als es auf einmal so schnell ging. Gerade, vor zwei Monaten oder so habe ich die 100 geknackt und dann gleich darauf die 150 und jetzt schon 200. Also ich bin echt fasziniert, dass es doch so gut wächst, vor allem innerhalb des Jahres. Ich habe ja letztes Jahr angefangen mit Let's Playen und jetzt 200 Abonnenten, so eine gute Gemeinde, sich aufgebaut. Alle Fußballmanager-Videos haben knapp 80 Aufrufe meistens. Ja gut, das ist schon eigentlich schon ein bisschen krass, dass nicht mehr die Hälfte dann regelmäßig zuguckt. Aber trotzdem ist das schon was Tolles. 200 Abonnenten macht schon ein bisschen Werbung bei YouTube und wenn immer mindestens 80 zugucken, das ist auch schon eine ganz schöne Gemeinde und deswegen macht es auch einfach Spaß, mich immer wieder hinzusetzen und aufzunehmen. So, was ich ja vorhatte, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich ein klein wenig meine Projektvielfalt ausbauen möchte. Das will ich aber jetzt hier in dieser Folge nicht erörtern, sondern da wird es in den nächsten Tagen noch ein kleines Infovideo von geben, wo hoffentlich auch mal wieder genug zugucken werden und dann werde ich meine Pläne für ein mögliches 200 Abonnenten-Special mal erörtern. So, das habe ich schon wieder erörtern gesagt, ne? Ah, ne, egal. Kommen wir zu unserer nächsten Folge. Folge 113 müsste es jetzt sein. Wir spielen gegen den SC Freiburg heute. Oder noch nicht ganz, sind noch zwei Tage hin. Joa. Was gibt's zu sagen? Wir haben eins unserer Budgets überschritten. Darauf sollten wir mal achten. Das tun wir auch, wenn wir eine Budgetänderung vornehmen. Und zwar, wow, Gehälter sind ja ganz schön hoch noch. Genau, wir fahren bei den Gehältern 2 Millionen runter und packen das gleich mal auf sonstiges drauf, dass hier nichts überschreiten ist. Und zack. Also haben wir es da auch wieder, auch bei den Baukosten, glaube ich, können wir ein bisschen was rüberlegen. Baukosten, machen wir nochmal Budgetänderung. Ich glaube, da nehmen wir auch nochmal ein bisschen was vom Gehalt runter und ein bisschen was von der Dings runter und gehen das auf die Baukosten. Dann haben wir da jetzt wieder gut 2,9 Millionen drauf, aber ich glaube, was ausbauen können wir noch nicht. Damit können wir uns jetzt ja mal beschäftigen. Schauen wir mal rein in die Infrastruktur. Kann man dann wieder was ausbauen oder was neu bauen? Erweitern zum Beispiel Bürogebäude, die können wir erweitern. Ich glaube, das sollten wir auch, denn dann können wir, glaube ich, mehr Mitarbeiter machen. Wir können ja mal raufgucken hier. Mitarbeiter. Danach können wir 20 Mitarbeiter tragen, genau. Also ich denke mal, wir werden das Bürogebäude erstmal ausbauen, dass wir noch ein paar neue Mitarbeiter rankriegen. Wir können es auch in schneller Geschwindigkeit machen. 4% teurer. 30 Tage, 7. Ah gut, die 3 Tage. Ist auch egal. Ab geht's, wir bauen das Bürogebäude aus für 2 Millionen. Haben es gleich investiert. Können wir noch ein bisschen was ausbauen, wir haben ja noch 900.000 übrig. 600.000 Euro den Bauhof. Was gibt's da Besseres denn? Beschleunigung der Bauzeiten. Na gut. Was haben wir noch? Fertige Produktion, fertige Verkauf, Fitnessparcours, den können wir, glaube ich, ausbauen. Das sollten wir vielleicht mal ausbauen. Fitnessparcours, was gibt's da? 4% Fitnessbonus. Ja, komm, den bauen wir aus, den Fitnessbonus, den Fitnessparcours, zack. 53.000 ist ja nicht die Welt. Und zwei, glaube ich, können wir gleichzeitig bauen lassen. Können wir mal gucken. Ja, genau, mehr können wir jetzt nicht gleichzeitig bauen. Gut, dann sollten wir doch noch den Bauhof ausbauen das nächste Mal. 600.000, das Geld können wir uns auch noch auftragen, treiben denn. Gut, Verfahren wird ausfallen, da haben wir ja schon was berichtigt. Und zwar wollen wir ja mit Goretzka und Hertner spielen im nächsten Spiel. Mehr Jugendliche wollen wir nicht reinhauen, denn wir haben ja noch ein Ziel vor Augen und zwar die Champions League. Und da müssen wir nochmal wieder gewinnen, um da wieder ranzukommen. Wir haben ja letztes Mal gegen Lautern ein bisschen gepatzt, sodass die anderen an uns wieder vorbeigezogen sind alle. Von daher sollten wir auch das gewinnen gegen Lautern, gegen Freiburg. Wo stehen die momentan in der Tabelle? Ach, Stärke 805. Wo stehen die Freiburger? Platz 12. Na gut, hat alles nichts zu sagen. Die Bundesliga ist ja sehr ausgeglichen, was das angeht. Wir können auf die anderen Leihspiele nochmal gucken. Patrick Rakowski haben wir uns letztes Mal schon angeguckt. Deswegen schauen wir mal auf Serhat Kolasinac. Stärke 70 hat er jetzt links. 7 Spiele in der zweiten Liga. Mehr sind noch nicht gewesen, oder? Oder? Schauen wir mal rauf auf die Saison-Details. So. Er hat eigentlich doch jedes Spiel eigentlich mitgemacht bis jetzt, seit er da ist. Seit Februar. Seitdem waren es halt einfach erst nur 7 Spiele.
Naja, nicht alle vom Verein. Der wurde auch ein paar Mal eingewechselt, bloß bei Nürnberg. Das ist natürlich auch blöd. Jetzt steigt seine Form aber, glaube ich, wieder an, genau. Was haben wir denn jetzt für ein Datum? 2. April, 3. April. Ja gut, Ende des Monats müssen die Optionen gezogen werden für die Leihspieler. Also, da müssen wir mal schauen, was da so... Oh Gott, jetzt bin ich da auf den Platz gekommen, weil mein Handy gerade gepiept hat, ne? Also, ich muss das Handy demnächst lautlos stellen, wenn ich da aufnehme. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Was sieht denn hier voraus, das Transferbudget nächstes Jahr? 22,5 Millionen, wow. Da können wir uns ja schon den einen oder anderen Kracher leisten, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, ob wir uns noch einen Sturmkracher holen werden oder ob ihr alle Forsen nächstes Jahr angreift. Hoffentlich nochmal. So, senkrechter Saison, Philipp Max. Anfang der Saison 69, Saisonbeginn 65, ist er 69. Da hat er sich jetzt wohl auch eingepegelt in der Stärke. Deswegen muss er einfach verliehen werden nächste Saison. Auch sein Marktwert ist schon wieder angestiegen. Wow. Wie kommt denn das? Dass sein Marktwert plötzlich steigt. Der wird jetzt hier auch nicht angezeigt. In dieser Saison hat er 11 Spiele, eine Vorlage. Noch kein Tor gemacht diese Saison. In der Reserve macht er in 3 Spielen 6 Tore. Ja gut, er hat in 1 Spiel einen 5er-Pack geschossen. Pokal hat er 1. Champions League. Also er hat schon ein paar Spiele gemacht dieses Jahr. Ein paar Pflichtspiele. Insgesamt hat er bei uns 18 Spiele, 2 Tore in der Männermannschaft. Von Bayern kam der mal. Ah, und 60. Also ein bayerischer Junge eigentlich, der Philipp Max. Auf jeden Fall soll er in der Bundesliga verliehen werden. Und Leon Goretzka ist auch ein Senkrechtstart der Saison. Gucken wir uns an. Anfang der Saison noch 70, jetzt hat er 74. Hat er sich auch fest eingepegelt auf der Stärke. Und dann natürlich Hanschen und Härtner noch. Also, ja, die es auch alle den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. Also, wir sind schon ein guter Ausbilderverein, muss man mittlerweile sagen. Also der SC Freiburg hatte letztes Jahr 8 Punkte mehr in diesem Zeitpunkt. Wir sind gut 60 Punkte besser. Werder Bremen ist heute zu Gast beim Tabellenführer bei Borussia Dortmund. Bayern bekommt es mit den Wolfsburgern zu tun und Stuttgart mit Frankfurt. Also alles Dinger, wo die auch patzen könnten. Hoffentlich patzen wir natürlich nicht. Und die Fitness hat sich wieder ein kleines bisschen verbessert, Gott sei Dank. Außer bei Garex und bei Hildebrand. Mal schauen, bei Garex hat er denn irgendwie Trainingspensum genau. Oder 80% sollte bei ihm schon drin sein. Deswegen wohl. Und bei Hildebrand, na gut, dem fehlt einfach die Spielpraxis, ne? Ja gut, das ist klar. Er macht volles Trainingsumfang mit, klar. Gut, das kann man noch nicht so viel werden. Oh, Verfahren ist doch noch fit geworden. Dann kommt er für Van Wolfswinkel auf die Bank. So. Also, Jefferson Verfahren ist im Kader, aber wie gesagt, Goretzka soll heute Spielpraxis sammeln wieder mal. Scouting abgeschlossen bei Freiburg. Belga ist noch angeschlagen. Jungspieler Stern erreicht Trainingsziel. Aha. Da können wir auch wieder ein paar Leuten Vertrag geben. Gut, also es geht gegen Freiburg. Ich bin gespannt, was das wird. Wir sehen uns gleich im Textmodus wieder. So Leute, das Hinspiel gegen Freiburg gewannen wir also mit 2:1. Jetzt sollten wir also die nächsten 3 einfahren, um wieder... Also griffbereit sind die Champions League-Ränge ja, aber so ganz griffbereit doch nicht. So, ab geht's also. Zu Hause gegen die Breisgauer. Anpfiff in der Felix-Arena. Erste Chance für die Schalker. Hunter läuft hier einen langen Ball, behauptet den Ballbesitz, setzt dann überlegt Augusto ein. Der windige Brasilianer marschiert in den 16er und schießt dann sofort auf Spitzenwinkel. Teuter Baum und kann ihn noch parieren. Nächste Chance Schalke nach 7 Minuten. Verrückung im Strafraum, keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Hunter die Kugel und zieht kurze Distanz ab. Baumann ist zur Stelle. Also hoffentlich sind wir wieder nicht so eine Chancentöter wie zuletzt. Nächste Chance Schalke, immer noch kein Tor, meine Güte. Verhätte sich Christian Brendel vorher noch einmal die Abschlussriege ansehen sollen. Bastos steht deutlich vor der Abschlusslinie. Neustädter jetzt gelb wegen groben Foulspiels. Eieiei. Muss absolut aufpassen. Gelbe Karte und klaren Foul in Jan Rosenthal. Auf Höhe der Mittellinie. Schade, Roman. Jetzt 20 Minuten Schalke nochmal im Angriff. Kofferverlängerung aus dem Mittelfeld. Schläft Langkamp, sodass Ran Augusto allein auf Baumann zulaufen kann. Langkamp setzt aber nach und kann den Schalke in höchster Not noch am Abschluss hindern. Und rot für Benny Hövedes. Rot für Benny Hövedes. Eieieiei. Wegen brutalem Foul. Was hat der Kapitän denn da angerichtet? Erst Uchida, jetzt Benny. Ja, die Viererkette können wir natürlich nicht auflösen. Da müssen wir jetzt einen Offensiven runternehmen. Draxler oder Augusto. Das ist die große Frage. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal Draxler runter. Bringen dafür natürlich Jan Kirchhoff ins Spiel, der die Abwehrmauer dazu machen wird. Ja, das ist natürlich ganz klasse jetzt.
Er lässt Cedric Macchiardi, erneut lässt Cedric Macchiardi seinen Gegenspieler richtig schlecht aussehen. Höwedes will offensichtlich seinen gerade getunnelten Mitspieler rächen und rauscht mit hoher Geschwindigkeit und gestrecktem Bein sich seitlich in Macchiardi hinein. Eine klare rote Karte, gibt es keine zwei Meinungen. Oh, Benny schwächt seine eigene Mannschaft als Kapitän. Das war gar nicht gut von ihm. Hunter übernimmt die Kapitänsbinde, aber das war beispiellos von Benedikt Höwedes. Kirchhoff, ja, das tut mir natürlich leid für Jule Draxler, dass der jetzt runter muss, aber anders geht es jetzt nicht. Huntela steht einen Schuhwechsel an. Also mit der Binde jetzt ein Schuhwechsel bei Hunter. Und jetzt die Freiburger und da fällt es 1-0. Aus dem Nichts für Freiburg, Erik Jendrischek. Lukas Piasson legt den Ball aus der Mitte gut ab für den auf der linken Seite durchgebrochenen Erik Jendrischek. Der zieht freistehend an der Strafengrenze ab und versenkt den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck. Nochmal die Breisgauer jetzt. Guter Angriff, aber Jendrischek ist da viel zu unkonzentriert. Mann. Ich schüttel gerade um den Kopf. Ecke von Macchiardi. Morage kommt raus, pflückt den Ball sich herunter, will sich den elegant. Will ich dann. Warum verlese ich mich immer, verdammt? Will sich dann elegant abrollen, dabei verliert er dummerweise das Leder, das zu ihm genau vor die Füße von Jendrischek fällt. Der ist gedankenschnell, schiebt direkt ein. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Was für ein rahmschwarzer Tag heute. Das kann echt nicht wahr sein. Die wir uns hier vorführen lassen haben jetzt nach der roten Karte. Die Mannschaft total verunsichert. Leute, ich weiß, dass ihr es besser könnt. Spielergespräch, Moras müssen wir mal kritisieren. Das sind einfach zu viele Fehler für einen Torwart in einer Saison. Für einen Stammtorwart. Da müssen wir Hunter motivieren und Augusto motivieren. Und auch Goretzka, der mit einer 4,5 nicht gerade gut aussieht. Und Jan Kirchhoff, Papadopoulos. Für den wird es wohl wieder öfter Einsätze geben. Damit hat Höwedes sich ja mal einen Bärendienst erwiesen für die Mannschaft. Also das war einfach wieder mal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da kämpft der Höwedes sich nach der Winterpause wieder in den Stammplatz zurück. Und jetzt kommt so eine dämliche Aktion da. Also dann soll ihn doch laufen lassen. Die hätten ihn noch locker noch stellen können. Irgendwie mal das Pressing. Aber da kommt nichts nach vorne von unserer Mannschaft. Jetzt vielleicht mal. Ein Anschuss Revané. Bastos spielt also Mannschaft, die nicht passt, so Huntela statt selbst zu schießen. Oh Mann. Die nächste Niederlage gegen einen unteren, eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion. Dalix schießt Sorg an, holt einen Eckball raus. Neustädter steigt den Kopfball hoch, aber so Skondras einen Moment eher. Am Ball kann die Ecke von Bastos klären. Und wir werden, ja, jetzt noch einen defensiven runternehmen und einen offensiven bringen. Was sollen wir machen? Ja, Lefossen rein für Roman Neustädter, dass er auch noch gelb-rot kriegt. So, Goretzka geht in die Zentrale dann. Und für Renato Augusto wird Jefferson Fafan ins Spiel kommen. Doppelwechsel also bei uns. Wir haben das Ganze ein bisschen umgestellt nochmal. Jetzt bleiben wir auf Platz 6 und die anderen laufen uns wieder davon. Wir haben uns so gut rangekämpft da an die Champions League-Ränge, aber ja, wenn unser Kapitän uns da so in die Bedrohung bringt, dann ist es natürlich beispielhaft für unsere Situation in dieser Saison. Jetzt die Freiburger Macchiardi versucht mit einem langen Pass Piasson anzuspielen, auch der steht im Abseits. Gelbe Karte jetzt nach Rüben, Faust von Leon Goretzka. An Jonathan Schmid im Strafraum, es gibt Elfmeter und gelb. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Skondras schaut in die linke untere Ecke, führt aus, an die Latte. Glück gehabt, dass wir nicht noch höher verlieren. Giannis Skondras verschießt den Elfer und setzt das Ding an die Latte, ans Aluminium. Tor doch nicht Tor jetzt in Gelsenkirchen. Piasso mit einem vermeintlichen Tor, aber die Frage ist, ob der Ball wirklich drin war. Papadopoulos hatte den Ball in höchster Not noch rausgeschlagen. Unheimlich schwer zu entscheiden. Schwieriger unter diesen Assistenten. Kein Tor, korrekte Entscheidung. Erneut Glück für uns. Hier kommt ja gar nichts mehr nach vorne von unserer Seite. Einsatz hoch, Pressing hoch. Jetzt los, Leute. Reißt, zeigt wenigstens nochmal, was ihr wollt. Wie soll es denn gegen Real Madrid aussehen in den nächsten Tagen? Mann, das kann mir schon wieder echt die Laune vermiesen, ganz ehrlich. Ach, nee. Nochmal voller Angriff. Da kommt nichts mehr von unserer Seite. Überhaupt nichts mehr. Garex geht etwas plump im Zweikampf, Strafraum, bringt gerne nicht zu Fall. Schiri lässt aber weiterspielen. Jetzt zieht Macchiardi mal gelb. Und es ist die Aktion an der Seitenlinie. Am Ende hält Macchiardi die gelbe Karte. Oh, nee. Das versaut dann echt schon wieder die Laune. Da denkt man, man gewinnt gegen Real Madrid und jetzt ist man ja in der Liga auch wieder da. Das war noch ein Aussetzer gelaut. Dann denkst du, der gibt der Kapitän, ganz muss man sagen, der Kapitän macht da einen auf sowas von bescheuert und bringt das ganze Mannschaftsgefüge durcheinander.
Chance für Schalke im Strafraum. Erneut schlägt keiner den Ball weg. Jelle Forst schnappt die Kugel, aber ja, jetzt haben wir wieder eine Chance und dann gehen wir neu fahrlässig damit um. Morage jetzt mal mit der Glanzparade. Schöner Steilpass von Piazza und auf den genau in den richtigen Moment gestartet. Erik Jendrisek, der für einen Moment so aussah, als hätte Morage keine Chance mehr. Da rechtzeitig, ja, keine Ahnung. Ist noch scheißegal. Mann. Was für eine Leistung wieder von unserer Mannschaft. Er schießt so keine Tore und dann Bendy Hövedes mit so einem dämlichen Foul gegen Macchiardi. Ja, Leute, bittere Pleite gegen Freiburg, nachdem wir in der Champions League so gut aussahen. Benedikt Hövedes mache ich jetzt mal eindeutig dafür verantwortlich, für so einen Blödsinn, was er da eingestellt hat. Weiß nicht, wie man den da so faulen kann. Kirchhoff mit einer 5er einwechseln, das ist ja auch ganz klasse. Auch eher mit niedriger Form. Hövedes mit einer 3 trotzdem, das verstehe ich nur wieder gar nicht. Papadopoulos war aber bester Mann heute gewesen. Ich würde sagen, das war die Rückkehr von Papadopoulos in die Innenverteidigung. Verfahren ebenfalls schlecht mit einer 5,5. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Da kam ja gar nichts mehr nach dem... Die ganze zweite Halbzeit. Das war richtig schlecht, was sie gemacht haben da. Ein Schmied, so gut ist der auch nicht. Nee, oh, ich könnte schon wieder auf 180 gehen jetzt gerade. Weiß nicht, wie man nach so einer Champions-League-Woche sich da so vorführen lassen kann zu Hause gegen Freiburg. Erst die Niederlage gegen Lautern, dann die Niederlage gegen Freiburg. Jetzt also zwei Niederlagen, die man sich absolut hätte sparen können. Gegen Lautern habe ich ja nichts zu gesagt. Habe ich gesagt, gut, und nach fünf Siegen in Folge, da reicht mir eine kleine Serie, ne? Aber dann setzt man zu Hause das Ding drauf. Also erst fing es ja gut an. Bis einer Kapitän genannt sich da so reinstürzt wie so ein Berserker. Also das ist echt lächerlich gewesen von Hövedes. Deswegen wird er auch erstmal... Gut, er wird sowieso eine lange Sperre kriegen. Und dann wird er auch erstmal nicht mehr spielen, das ist klar. Den kann ich auch gar nicht mehr spielen lassen. Weil erstmal in Papadopoulos eh wieder besser reinkommt. So, und jetzt, ja, das war klar. Champions League, scheißegal. Es geht in Santiago bei Nabeo erstmal. Hinweis auf Einsatz von unserer Prämie von Sportclub Vorurteil für 3 Spiele, da werden wir nichts einwenden. Und Schalke 2. Die gewinnt schon wieder. Michael Linne, mein bester Mann, Torschütze, diesmal wieder Philipp Türpitz und Michael Dance, Innenverteidiger eingewechselt worden. Oder als Innenverteidiger eingewechselt worden mit einer 1,5. Aber Michael Linnemann war der Beste. Der 16-jährige Michael Linnemann. Muss man dazu sagen. Also was sehr. Der ist ja richtig top. Wir haben uns ja im Winter geholt von Werder Bremen. Ansonsten spielen die ja recht gut. Heuberg mit einer Vorlage wird auch wieder ein bisschen besser. Schick. Die zweite, die ist erfolgreich. Ergebnisse. Schauen wir mal nach in der zweiten. Wie stehen sie jetzt? Haben sie das aufgeholt auf den Tabellenführer? Ja, nee, doch nicht. 5 Punkte sind sie dran. Bei noch 7 ausstehenden Spielen. Ah, ist noch was zu holen. Auf jeden Fall ist noch was zu holen für die. Ich glaube, die Tabelle habe ich bei uns beabsichtigt nicht geguckt, denn das war mir echt zu blöd. Denn wir sind auf Platz 7 gefallen. Das habe ich gesehen. Also so beim Schielen gesehen. Almar Cohen wechselt von Nürnberg zu Zürich. Auch schön. City verlängert mit Kai Walker und mit John Guidiet. Giroud verlängert bei Arsenal. Wieder die Ibisevic von Leverkusen beobachtet. Oh, interessantes Gerücht. Was haben wir noch im Wechsel? Demba Ba wechselt von Chelsea zu Swansea City. Oh, der ist aber ganz schön abgefallen, der Demba Ba. Hat bloß 4 Spiele gemacht bei Chelsea. Na gut, das ist klar. Wie alt ist der jetzt eigentlich? 28. Bestes Alter noch eigentlich. Für wie viel wechselt denn da hin im nächsten Jahr? Mit 2,4 Millionen. Wow. Oh, oh, oh. Jetzt geht's auch noch gegen Real. Also das ist natürlich... Und dann gegen Hannover. Ei, 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 ei. Es heißt wieder, ganz schnell zurück in die Spur zu kommen. Angebot Tribünennamen. Gucken wir mal rein. Schon wieder EA Sports. Die zahlen doch nicht genug. Für Haupttribüne 53.000 Euro im Jahr. Das ist doch echt lächerlich. Und die erhöhen auch keinen. Die erhöhen auch nie. Also, das ist... So, Benny Hövedes. Da gibt es erstmal schön... ein Wort zu. Nee, kann man nichts zu sagen. Hm. Mannschaftsführung ist auch nicht klasse. Also, das hat man gesehen, wie die Mannschaft geführt hat. So, Hildebrand motiviert mal wieder ein bisschen Kirchhoff. Was hat er für Ziele? Wir starten jetzt Mannschaft sein, denn da brauchen wir keine höheren Ziele. Uchida, gut trainiert. Garrix ebenso.
Roman Neustädter hat ebenfalls gut trainiert. Also ja, die üblichen Sprüche halt wieder. Verfahren. Braucht ihr nächstes Mal wieder in Topform. Verspricht sie vor reinzuhängen. Jawohl, Jefferson. Bastos, kann mir nichts zu sagen. Papadopoulos hat gut trainiert. Julian Draxler. Was hat er, wieso hier Jubiläumsspiel? Warum, was hat er für ein Spiel gemacht? Sein 100. Spiel, wow! Sein 100. Bundesligaspiel oder Pflichtspiel, nee doch, Bundesligaspiel für Schalke. Julian Draxler, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Na, das ist doch schick. So. Wie werden wir denn gegen Real Madrid spielen? Mit Verfahren? Der hat ja versprochen, sich reinzuhängen. Ansonsten... Ja, LeFort sind auch nicht ganz gut drauf, na toll. Boah, wie werden wir denn spielen lassen? Den können wir auch nicht spielen lassen. Höwedes will ich nicht unbedingt spielen lassen. Aber naja. Ach, siehst du, was hat Hertha eigentlich für eine Note gekriegt? Muss ich mal so mal einwenden. Einwerfen bei dem Spiel. Was hat er für eine Note? Eine 3,5, na immerhin. Na immerhin. Gegen Freiburg. Da hat er ganz gut gemacht auf Linksverteidiger, wa? Endlich mal 19 Minuten durchgerackt. Aber natürlich kommt er für Büttner zurück ins Spiel. So, Lushida kommt dann für Kirchhoff in den Kader. Nee, das ist auch blöd. Hier Goretzka, Hanschen. Philipp Max geht raus aus dem Kader. Dafür kommt Lushida in den Kader dieses nächste Spiel. Und für Hertner kommt dann Van Wolfswinkel rein. So, also Hertner heute erstmal draußen oder. Ne, Kirchhoff bekommt einen kleinen Denkzettel, dass er sich mal wieder ein bisschen reinfindet, vielleicht. Also kleine Verschnaufspause. Gegen Real will er schon schaukeln. Und dann werden wir sehen, was es wird. Uchida oder Garrix? Ne, Garrix ist so gut in Form. Links wieder Bastos, also ja. Ich habe zu hoffen, dass sie ihre Leistung aus dem Hinspiel wiederholen und nicht die Leistung aus dem Freiburg-Spiel. Na gut, wenn sie die ersten, weiß nicht wann die rote Karte kam, glaube 30. oder so. Wenn das natürlich geht, dann sollen sie gerne die Leistung bringen davor, aber nicht die Leistung nach der roten Karte. Also das hat die Mannschaft total aus dem Konzept gebracht. Total. Diese ganze rote Karte. Aber das soll jetzt vergessen werden. Denn jetzt geht's ins Rückspiel. Santiago Bernabeu von Madrid starten wir ins Rückspiel der Champions League Viertelfinals. Gut, Leute, das war's dann erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Es wird spannend auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch ein paar Lokane. Aha. Also wie gesagt, es wird spannend, Leute, haut rein. Ciao, ciao.